Im Future Combat Air System, kurz FCAS, arbeiten unter anderem Kampfflugzeuge und unbemannte Plattformen intelligent und vernetzt zusammen. Dieses smarte System der Systeme kann durchsetzungsstark, je nach Bedarf skalierbar, flexibel auf unterschiedliche Einsatzbedingungen reagieren. FCAS wird ab 2040 die europäischen Partner in die Lage versetzen, unter widrigsten Bedingungen im Luftraum handlungsfähig zu bleiben und so die militärischen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. FCAS wird über die nächsten 20 Jahre von Deutschland, Frankreich und Spanien stetig weiterentwickelt. Bis 2027 werden flugfähige Demonstratoren der neuen bemannten und unbemannten Systeme gebaut, die den Grundstein für FCAS legen. Im Anschluss sollen zusätzlich bestehende Kampf- und Transportflugzeuge sowie weitere Systeme miteinander vernetzt werden. FCAS ist ein wichtiger Baustein für die nahtlose Zusammenarbeit von Luftwaffe, Marine, Heer sowie unseren Verbündeten. FCAS kann dabei beliebig skaliert und an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. FCAS ist damit Schlüssel zur zukünftigen europäischen Autonomie und Souveränität in Verteidigung und Sicherheit. Das Entwicklungsvorhaben stärkt Deutschland und Europa als Industrie- und Technologiestandort und wird Innovationen in die zivile Luftfahrt bringen.